Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Es ist in der deutschen Politik gerade sehr viel in Bewegung. Vieles wird nur übergangsweise geregelt, geschäftsführend überbrückt, kommissarisch geleitet. Vor allem das Tempo, in dem sich gerade das Personalkarussell bei der SPD dreht, ist beeindruckend. Kein Jahr nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Sozialdemokraten mit 100% ist der Vorsitz von Martin Schulz seit heute Geschichte. Er trat zurück, um dieser Frau den Weg frei zu machen, die einst schon als Juso-Vorsitzende auf sich aufmerksam machte. Doch der Vorstandsplan, Fraktionschefin Andrea Nahles bis zu einem Parteitag kommissarisch zur Gesamt-SPD-Chefin zu machen, hatte, wie so vieles gerade, nur eine kurze Halbwertszeit. So sehr grummelte es an der Basis über diesen Deal von oben, dass sich nun das Präsidium zu einem Rückzieher gezwungen sah und erst Hamburgs ersten Bürgermeister Olaf Scholz kommissarisch dazwischen schob. Dazu gleich ein Gespräch mit ihm, zunächst die Details von Thomas Kreuzmann. Die Buchauslage an der SPD-Zentrale. Das ist Werbung für Lesestoff, aber nicht für die SPD. Scharping, Lafontaine, Schröder, Müntefering, Platzek, Beck, Gabriel, Schulz. Diese Namen zeigen den irren Verschleiß an Führungspersonal. Nächstes Kapitel heute Abend. Martin Schulz erklärte den schon am Freitag angekündigten Rücktritt. Die Überraschung? Ich scheide ohne Bitterkeit und ohne Groll aus diesem Amt. Ich habe es knapp ein Jahr versehen. Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Fraktionschefin Andrea Nahles wird sich bei einem Sonderparteitag am 22. April um die Schulz-Nachfolge bewerben. Die SPD-Spitze schlug sie heute einstimmig vor. Ich will diese Verantwortung, die an mich herangetragen wird, jetzt gerne wahrnehmen. Es ist eine Verantwortung für unser Land, denn ich werde mich für den Eintritt in die Große Koalition aussprechen. Ich werde dafür werben. Und ich werde mich voll reinhängen, damit das auch gelingt. Und es ist aber auch eine große Verantwortung für die SPD als Partei, die traditionsreichste, die älteste demokratische Partei Deutschlands. Aber bis dahin soll Olaf Scholz, amtsältester Vizeparteichef und seit Jahrzehnten enger politischer Weggefährte von Nahles, den Vorsitz kommissarisch übernehmen. Meine Aufgabe ist eine dienende. Ich werde in den nächsten Wochen bis zum Parteitag dafür sorgen, dass die Geschäfte der SPD gut vorankommen. Ursprünglich hatte Martin Schulz Nahles auch schon für den Übergangsvorsitz ins Gespräch gebracht. Er ist ihr für viel Unterstützung dankbar. Aber das roch einigen nach Mauschelei. Es gab viel Ärger an der Basis. Seit heute ist klar, die SPD-Spitze nimmt Rücksicht auf die Basis. Nahles muss sich bis April gedulden. Und eine Gegenkandidatur beim Sonderparteitag hinnehmen. Von der Flensburger Oberbürgermeisterin. Die Kommunalpolitikerin sieht sich ganz nah an der Basis. In der Tat habe ich noch kein Bundesamt begleitet. Aber vielleicht liegt auch gerade darin der Reiz. Die Mechanismen sind ja in der Regel ähnlich. Ich kenne die Bundesrepublik sehr, sehr gut. Und ich traue es mir schlichtweg zu. Sie kandidiert auch aus Prinzip. Die Funktionsträger dürften nicht einfach die Nahles-Kandidatur durchwinken. Das werde Ohnmachtsgefühle stärken, sagt sie. Und die Zeiten ändern sich. Früher attackierte die Ex-Juso-Vorsitzende Nahles selbst das Partei-Establishment und trieb 2005 Franz Müntefering mit zum Rücktritt. Nun verkörpert sie selbst für manche das Establishment. Immerhin geben auch Kritiker zu, die Frau kann und will kämpfen. Für eine große Koalition und um die Führung einer Partei im Überlebenskampf. Seit an Seit mit dem möglichen Vizekanzler Olaf Scholz. Und in Berlin begrüße ich den nun kommissarischen SPD-Vorsitzenden, Hamburgs ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Eigentlich sollte ja wohl die SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles heute kommissarisch das Vorsitzendenamt übernehmen. Nach der zunehmenden parteiinternen Kritik sind jetzt Sie eingesprungen. Glauben Sie, dass das jetzt Ruhe in den Laden bringt? Ganz klar, wir haben heute drei wichtige Beschlüsse gefasst. Wir haben einen Parteitag zur Neuwahl eines Parteivorsitzenden angesetzt im April in Wiesbaden. Wir haben einstimmig Andrea Nahles als künftige Parteivorsitzende nominiert. Und wir haben für die jetzt anstehende Debatte über das Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag auch eine Entscheidung getroffen. Deshalb stehe ich jetzt hier und ich werde meine Aufgabe darin sehen, diese Debatte gut zu organisieren. Aber ist nach dem ganzen Hin und Her der vergangenen Tage nicht Andrea Nahles auch beschädigt? Nein, sie ist eine
starke Fraktionsvorsitzende und sie wird eine starke Parteivorsitzende sein. So ein deutliches Votum für ihre künftige Aufgabe von Seiten dieser Parteiführung ist eine Rückenstärkung und die wird ihr helfen, auch schon für die Debatte in der nächsten Zeit. Denn sie wird natürlich auf all den Mitgliederkonferenzen sprechen, als künftige Parteivorsitzende, als Fraktionsvorsitzende und dazu beitragen, dass wir hier eine ordentliche Debatte zur Sache bekommen. Deutschlands SPD hat bei den Koalitionsverhandlungen viel für die Bürgerinnen und Bürger erreicht. Der soziale Zusammenhalt in Deutschland wird besser werden durch all die Ergebnisse des Koalitionsvertrages. Und das soll jetzt im Mittelpunkt der Debatte stehen. Ja, dass Sie sich einig sind, das kann ich ja nachvollziehen. Aber diese ganze Geschichte ist doch ein Schrei nach Erneuerung innerhalb Ihrer Partei. Da brodelt es ja geradezu. Viele SPD-Mitglieder, die wollen über die künftige Parteispitze aber auch mitentscheiden. Nicht nur über die GroKo. Ist aus Ihrer Sicht denn eine Mitgliederbefragung denn nicht auch denkbar? Nein, das ist kein Vorschlag, den wir verfolgen. Wir haben einen Parteitag einberufen, der über die künftige Vorsitzende entscheiden wird. Aber Herr Scholz, Sie müssen doch etwas neuer machen. Nur weil das Verfahren jetzt so ist, wie es immer war. Sie sehen doch, dass sich irgendwas ändern muss. Sie lassen Ihre Parteibasis über die Zukunft der Bundesregierung abstimmen, aber nicht über den Vorstand der eigenen Partei. Wie erklären Sie das Ihrer Basis? Wir machen ja was neu und zwar ganz anders als die anderen Parteien. Die CSU hat, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Vorstandsbeschluss zum Koalitionsvertrag gefasst. Die CDU wird einen Parteitag haben und die SPD hat ein Mitgliedervotum, in dem alle Mitglieder der SPD abstimmen können. Das ist wirkliche Demokratie und von diesem Votum getragen werden wir, wenn es gut ausfällt und eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag beinhaltet, die Gespräche über die Bildung der Regierung beenden. Und wir werden den Parteitag vorbereiten. Und mit Andrea Nahles wird es dann mächtig vorangehen. Aber haben Sie nicht auch Angst, dass diese Personalquerelen der letzten Tage nicht auch den Erfolgsgarantien bei der Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag da ziemlich schaden? Ich bin ganz sicher, dass wir durch die Entscheidung heute dazu beigetragen haben, dass sich jetzt alle auf die Sache konzentrieren. Und das will ich Ihnen gerne noch mal sagen. Viele Rückmeldungen, die ich überall aus der Partei bekomme, sind so. Das ist wirklich ein tolles Verhandlungsergebnis. Und wenn einige dann hören, dass künstliche Intelligenz für ein Institut ausgerechnet hat, dass 70% des Koalitionsvertrages aus SPD-Programmen stammen, dann ist das vielleicht ein guter Hinweis dafür, dazu zu stimmen und diesen Koalitionsvertrag zu unterstützen. Aber die Situation hatten Sie schon mal. Sie haben auch beim letzten Mal gut verhandelt und Sie haben auch Ihre Position durchgebracht in dieser vergangenen Großen Koalition. Und trotzdem stürzt die SPD gerade ziemlich ab in den Umfragen, nicht nur bei der Wahl im vergangenen September. Wie wollen Sie denn jetzt auch als kommissarischer Parteivorsitzender das wieder drehen, diesen Abwärtstrend? Zwei Dinge sind wichtig. Erstmal, Sie haben richtig berichtet, wir haben auch letztes Mal vor der letzten Regierungsbildung gut verhandelt. Und deshalb hat es ein sehr überzeugendes Mitgliedervotum für den Koalitionsvertrag gegeben. Viel überzeugender, als manche Kommentatoren in Zeitungen und Fernsehsendern und Radiosendern vorhergesagt haben. Und das Zweite ist, natürlich ist die Erneuerung der SPD, ihre Neuaufstellung, eine zentrale Aufgabe, die auch auf die künftige Vorsitzende zukommt. Denn das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen in Deutschland wieder stärkste Partei werden. Das geht, wenn das von den Mitgliedern und der Parteiführung gemeinsam vorangebracht wird. Und ich bin überzeugt, dass uns das auch gelingen kann. Sagt Olaf Scholz, Hamburgs erster Bürgermeister und seit heute kommissarischer SPD-Chef. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Dank, schönen Abend. Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Und die Lage der SPD kommentiert Moritz Rödle vom Saarländischen Rundfunk. Dieses Land braucht weiter die SPD. Als Vertreterin der Menschen, die für ihr Geld hart arbeiten müssen. Als Kämpferin für Chancengerechtigkeit und für fortschrittliche Gesellschaftspolitik. Als Alternative zur Union, die weiter eine Konkurrenz auf Augenhöhe braucht. Doch zurzeit kann einem Angst und Bange werden um die Sozialdemokraten. Man schaut als Beobachter mit offenem Mund einem unwürdigen Schauspiel zu. Die SPD liegt nicht so schlecht in den Umfragen, weil die Wählerinnen und Wähler keine große Koalition mehr wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Deutschen sehnen sich nach stabilen Verhältnissen. Doch die SPD macht zurzeit, zumindest öffentlich, nicht den Eindruck, regierungsfähig zu sein. Das kostet potenzielle Wähler, die aber auch wieder zurückkommen können, dann, wenn die Partei wieder einen klaren Kurs findet. Heute hat sie dafür einen Anfang gemacht. Der führungsstarke, aber in der Partei eher kühl aufgenommene Olaf Scholz wird, sozusagen als Erbschaftsverwalter von Martin Schulz, die SPD bis zum Parteitag im April führen. Dann soll die designierte Parteichefin Andrea Nahles auch offiziell übernehmen. Doch natürlich muss sie schon jetzt inhaltlich und personell die Fäden in der Hand halten, das Mitgliedervotum zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und die Erneuerungsdebatte vorantreiben. Daran wird sie gemessen.
Wenn künftig Querschüsse wie gestern aus Schleswig-Holstein und Berlin ausbleiben, hat die SPD eine Chance. Wenn nicht, und das ist die harte Realität, wird es schwierig. Obwohl die Partei in Deutschland weiter gebraucht wird. Moritz Rödle kommentierte. Dass der Klimawandel zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt, das ist seit langem bekannt. Nun haben US-Forscher herausgefunden, dass dieser Anstieg schneller verläuft als bislang angenommen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner. Grundlage der Untersuchung ist die Auswertung von Satellitendaten aus den vergangenen 25 Jahren. Damit konnten ähnliche Prognosen nun wissenschaftlich untermauert werden. Der Anstieg des Meeresspiegels könnte dramatische Folgen für Küsten und Inseln haben. Die Ursachen für den weltweiten Meeresspiegelanstieg sind bekannt. Die Gletscher auf Grönland und in der Antarktis schmelzen immer mehr ab. Und das Wasser der Ozeane dehnt sich durch die globale Erwärmung aus, was die Pegel zusätzlich steigen lässt. Seit Beginn der 1990er Jahre werden die Ozeane mit Satelliten exakt vermessen. US-amerikanische Forscher haben diese Daten nun umfassend analysiert und herausgefunden, dass der Meeresspiegel immer schneller steigt. Bislang ging man von 3 mm aus und hat damit bis zum Jahr 2100 eine Erhöhung von 30 cm berechnet. Die nun gemessene Beschleunigung könnte jedoch dazu führen, dass der Anstieg bis dahin 10 mm pro Jahr beträgt und der Meeresspiegel weltweit um 65 cm steigt. Die US-Forscher selbst bezeichnen ihre international anerkannte Studie als sehr konservativ. Der Meeresspiegelanstieg dürfte also wahrscheinlich noch größer sein. Für viele tropische Inselstaaten wäre das der sichere Untergang. Die israelische Polizei empfiehlt nach Medienberichten eine Anklage gegen Premierminister Netanyahu wegen Korruptionsverdachts. Es seien ausreichend Beweise für Bestechlichkeit, Betrug und Untreue gesammelt worden, so ein Sprecher. Netanyahu wies die Vorwürfe zurück. Eine Entscheidung muss jetzt die Staatsanwaltschaft fällen. In Kuwait hat die internationale Koalition über das weitere Vorgehen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beraten. An dem Bündnis sind mehr als 70 Staaten beteiligt. US-Außenminister Tillerson sagte, die Terrormiliz sei noch nicht besiegt und bleibe eine ernste Gefahr. Der Kampf müsse entschlossen weitergeführt werden. Das Bündnis will auch verstärkt gegen IS-Propaganda in den sozialen Medien vorgehen. Secondhand-Läden, in denen ehrenamtliche Unterstützer gespendete Sachen verkaufen. Das ist der Markenkern von Oxfam. Doch auch diese Hilfsorganisation operiert wie alle anderen vor allem mit einem, dem Vertrauen der Spender. Es ist das wichtigste Gut, das Hilfsorganisationen besitzen. Das Vertrauen, dass der Einsatz und die Spenden auch wirklich den Ärmsten und Schwächsten auf der Welt zugutekommen. Doch dieses Vertrauen wird gerade gewaltig erschüttert. Denn eine ehemalige britische Topmanagerin von Oxfam wirft der Organisation vor, dass einige Mitarbeiter die menschliche Not, die sie eigentlich lindern sollten, schamlos ausnutzten. Julie Kurz. In der Hoffnung auf ein paar Dollar stehen die jungen Frauen Nacht für Nacht da. Prostitution ist illegal in Haiti und doch extreme Armut hat den Inselstaat zu einem der Zentren für Sextourismus gemacht. Ausgerechnet während des verheerenden Erdbebens 2010 sollen Oxfam-Mitarbeiter die hilflose Situation junger Mädchen schamlos ausgenutzt haben. Witza Bryant arbeitete damals für die Hilfsorganisation. Es gab sehr viele Gerüchte, dass die entsandten Manager Einheimische ausnutzen, sexuell und auch anderer Missbrauch bei der Arbeit. Bryant erzählt der BBC, sie habe die Vorwürfe an die Chefs weitergegeben, aber nichts geschah. Im Mittelpunkt des Skandals, den die Times am Freitag ins Rollen brachte, steht Roland van Hauwermeeren. Oxfams Landesdirektor soll während Haiti in Schutt und Asche versank, in seinem Haus Sexpartys gefeiert haben, womöglich auch mit Minderjährigen. Gleiches soll schon während seiner Zeit im Tschad geschehen sein und Oxfam soll darüber Bescheid gewusst haben. Es gab informelle Beschwerden, die hätten aufgenommen werden müssen, wurden sie aber nicht. Und so hatten wir keine schriftlichen Berichte, bevor wir ihn nach Haiti geschickt haben. Das war falsch, das hätte anders geregelt werden müssen. Das darf uns nicht wieder passieren. Stattdessen trat van Hauwermeeren 2011 von seinem Posten freiwillig zurück, nachdem die Vorwürfe intern bekannt wurden. Kein Rauschmiss, keine hohen Wellen. Doch von Vertuschung will man bei Oxfam nicht reden. Gestern trat trotzdem die Vizechefin zurück. Es geht um den Ruf und ums Überleben.
Rund 35 Millionen Euro bekam die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr allein von der britischen Regierung. Sie will die Finanzierung nun überprüfen. Doch schon erhebt eine ehemalige Managerin neue Vorwürfe. Mitarbeiter sollen Sex gegen Nothilfe erpresst haben. Eine Frau wurde aufgefordert, Sex als Gegenleistung für Hilfe zu liefern. Ein anderer Mitarbeiter hatte bereits seinen vorherigen Job verloren wegen Vergewaltigung. Das hatte er aber nicht gesagt. Der Skandal bei Oxfam könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, heißt es aus dem Hilfssektor. Und die Befürchtung ist groß, dass ein generelles Misstrauen die Folge ist. Der Labour-Abgeordnete Peter Kyle, einst selbst in der humanitären Hilfe, sorgt sich um die Spendenbereitschaft. Die Menschen, die am meisten leiden werden, sind die Tausenden, die von der Arbeit und der Unterstützung von Organisationen wie Oxfam abhängig sind. Es wird die Ärmsten treffen. In diesen Tagen wird die Arbeit von mutigen, engagierten Hilfsarbeitern überschattet. Von jenen, die die Schwächsten ausnutzen, statt ihnen zu helfen. Dresden ist erst im braunen Sumpf versunken und dann im Feuersturm untergegangen, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert heute an einem Datum, das sich buchstäblich in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat. Am 13. Februar 1945, also heute vor 73 Jahren, nur 3 Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs, legten britische und amerikanische Bomber das bis dahin weitgehend unzerstörte Dresden in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen ums Leben. Jahr für Jahr schrumpft die Generation, die das noch selbst miterlebt hat. Umso wichtiger ist es für tausende Dresdner, das Gedenken an Opfer, aber auch Ursachen für Krieg und Vernichtung hochzuhalten. Eberhard Schneider. Die Dresdner Menschenkette, seit 2010 Symbol für eine besondere Gedenkkultur an der Elbe. Gedenken an Krieg und Zerstörung, aber auch Protest gegen Rechtsextreme, die immer wieder versuchen, diesen Tag für ihre Ideologie zu missbrauchen. Mit dabei ist Joachim Klose, der die Menschenkette organisiert. Er leitet die Arbeitsgruppe 13. Februar, die vor 9 Jahren von der damaligen Oberbürgermeisterin ins Leben gerufen wurde, um ein deutliches Zeichen für die Demokratie zu setzen. Erstmal brauchen wir einen Konsens des gemeinsamen Erinnerns. Und da ist diese Menschenkette eine gute Ausdrucksform. Weil viele Leute auf die Straße kommen. 11.000 Menschen waren im letzten Jahr. Wir aber hatten wieder ähnlich viele Menschen, die kommen und sagen, wir haben gemeinsam ein gemeinsames Interesse und wollen dieses Interesse zum Ausdruck bringen. Und in der Tat, 11.500 sind auch heute wiedergekommen. Unter ihnen Stefan Mertenskötter von der Hilfsorganisation Arche Nova. Er und seine Mitstreiter haben aus dem Gedenken ein Projekt für die Zukunft entwickelt. Sie bauen beispielsweise in Flüchtlingslagern Brunnen, um notleidende Menschen mit Wasser zu versorgen. Ich meine damit, dass es nicht nur sozusagen noch darum geht, an den 13. Februar von vor 73 Jahren zu denken, sondern vielleicht auch einen Blick dafür zu haben, was wir heute an Konflikten in der Welt bewegen und dass die Bilder, die wir aus dieser Stadt von vor 73 Jahren kennen, dass die ja im Grunde in vielen Teilen der Welt heute auch wieder alter sind. Gedenken heute auch in der Frauenkirche. Und diese Erinnerungskultur ist für viele Deutsche selbstverständlich. Das belegt auch eine Studie, die heute in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach finden 88% der Befragten, dass das Wissen über den Nationalsozialismus zu Deutschland gehört. Allerdings scheint die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Nazi-Terror schwieriger zu werden. Deutlich zeigt sich, dass mit dem Verschwinden von Zeitzeugen, die den meisten Befragten am allerwichtigsten sind, denen vertrauen sie, das ist ihre Informationsquelle. Nun das Internet, das heißt die medialen Informationen, die zugänglich sind, bedeutsamer wird. Aber zugleich vertrauen die meisten Menschen diesen Informationen nicht. Sie wissen, da ist nicht alles vertrauenswürdig. Für die Forscher ist klar, eben auch weil viele Falschmeldungen im Internet zirkulieren, müsse dort in eine neue Erinnerungskultur investiert werden, die für Glaubwürdigkeit stehe. Damit könne Menschen eine Orientierung gegeben werden. Über 40% der Menschen machen sich Sorgen, dass so etwas wie der Holocaust wiederkehren kann. Und das ist ein Alarmzeichen. Wo kommen diese Sorgen her? Nehmen wir denn diese Sorgen tatsächlich ernst? Ist das ein Thema? Denn wenn die Sorge da ist, aber Menschen nicht abgeholt werden in der Sorge, dann fangen sie an, ihre eigene Erinnerung zu konstruieren. Und da füllen sie die Lücken mit nicht vertrauenswürdigen Informationen. Dresden, heute Abend 21.45 Uhr. Wie jedes Jahr läuten alle Kirchenglocken.
Es ist der Zeitpunkt, als vor 73 Jahren die Sirenen heulten und 18 Minuten später die ersten Bomben auf Dresden abgeworfen wurden. Anschließend wird vor der Frauenkirche in aller Stille gedacht werden. Eine Erinnerungskultur, so die Arbeitsgruppe 13. Februar, die möglichst niemals enden sollte. Jahrelang hat es die Bundesregierung versäumt, sich nachhaltig um die Luftverbesserungen in den Städten zu bemühen. Jetzt versucht sie mit einem überraschenden Vorschlag in Brüssel ein Strafverfahren abzuwenden. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner. Testweise soll in verschiedenen deutschen Städten der Nahverkehr mit Bus und Bahnen kostenlos angeboten werden. Damit will die geschäftsführende Bundesregierung dem Ziel näher kommen, die Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr zu senken. In den Ländern und Kommunen löste der Vorstoß Skepsis aus. Sie fordern, dass der Bund die Kosten für einen solchen Versuch übernimmt. Die Börsendaten in New York: ging der Dow Jones Index leicht im Plus mit 24.640 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX schloss leicht im Minus mit 12.197 Zählern. Unternehmen, die im DAX gelistet sind, haben ein gutes Jahr hinter sich. Vor allem die gute Konjunktur, aber auch die Steuerreform in den USA sind Gründe dafür. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Wenn die Achterbahnfahrten an der Börse wieder zunehmen, dann lohnt es sich zu schauen, welche Branchen eigentlich widerstandsfähig sind und welche eher nicht. Im vergangenen Jahr haben sich die 30 Unternehmen, die im deutschen Aktienindex gelistet sind, sehr gut geschlagen. Mehr als die Hälfte, 57%, haben nämlich die Prognose für das Geschäft im Laufe des Jahres übertroffen. Nur 10% mussten die Prognose nach unten korrigieren. Eine Branche hat die Querelen des Jahres 2017 gut überstanden, dank der US-Steuerreform. Das waren die Autohersteller BMW und Daimler. Denn Gewinne in den USA werden deutlich weniger besteuert. Die Deutsche Bank aber konnte davon nicht profitieren und zahlte drauf. Die Lage bleibt, wie die Entwicklung an den Börsen der vergangenen Tage zeigt, instabil. Mehr noch, die Achterbahnfahrt der Kurse dürfte aufgrund der Sorgen vor steigenden Zinsen anhalten. Auf der A3 bei Limburg in Hessen sind bei einem schweren Unfall zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Lastwagen war an einem Stauende auf einen Reisebus aufgefahren und hatte ihn auf mehrere Fahrzeuge geschoben. Der Fahrer des Busses und ein LKW-Fahrer starben. Am Stauende kam es später zu einem weiteren tödlichen Auffahrunfall. Die Amsel gehört nicht nur zu den bekanntesten Vögeln in Europa, sondern sie zählt auch zu den musikalischsten. Immerhin trällert sie ihre raffinierten Tonfolgen über weit mehr als eine Oktave. Aber die Amsel gibt Ornithologen auch so manches Rätsel auf. Denn ein Teil der Vögel zieht im Winter gen Süden und ein anderer Teil überwintert hier. Und niemand weiß so recht, warum es die einen so und die anderen so tun. Die Forschung darüber soll nun in neue Sphären vordringen. Denn Wissenschaftler wollen Amseln, aber künftig auch andere Wildtiere, mit Minisendern ausstatten und ihre Bewegungen aus dem All verfolgen. Die Antenne für das sogenannte Icarus-Projekt wurde jetzt zur Raumstation ISS geschickt. Elena Weidt. Heute um 9.14 Uhr, Weltraumbahnhof Baikonur, Start der Rakete. An Bord der letzte Baustein, eine Antenne für das Tierbeobachtungssystem Icarus. Begeisterung bei den Wissenschaftlern vor Ort. Ja, wir haben jetzt 16 Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Die Antenne ist oben, Icarus fliegt endlich. Das ist ein unglaubliches Gefühl, weil damit wirklich jetzt die Wissenschaft anfangen kann. Die Amseln vom Max-Planck-Institut in Radolfzell gehören zu den ersten Tieren, die für Icarus auf Reise gehen werden. Die Forscher haben getestet, wie gut die dafür entwickelten Sender auf ihren Vögeln sitzen. Der Kasten von dem Tag, das ist natürlich schon jetzt eine Größe, die sind wir nicht gewohnt. Wir haben natürlich andere Sender bis jetzt genutzt, aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt in dem Gehäuse die neueste Technologie halt drin ist. Um die Signale der Tiere zu empfangen, gibt es jetzt ein neues Antennenmodul, das von Astronauten an der Außenseite der ISS angebracht wird. Damit kann das Big Data-Projekt Icarus starten. Ist die ISS in ihrer Umlaufbahn über den Tieren, wird ihr Sender aktiviert. Befindet sich die Antenne in der richtigen Empfangsposition, werden GPS- und Bewegungsdaten der Tiere mehrmals am Tag zur ISS hochgeschickt. Von fast überall auf der Welt können Tiere dann so verfolgt
und ihre Wanderbewegungen aufgezeichnet werden. Und das über ihre gesamte Lebenszeit, was bisher technisch nicht möglich war. Nicht nur Amseln werden mit Icarus beobachtet, auch die Bahnen von Flughunden und Fledermäusen sollen so überwacht werden. Weil die Sender nur noch 5 Gramm wiegen, passen sie erstmals auch auf kleine Tiere. Ziel ist es, irgendwann sogar Bienen mit Sendern auszustatten. Wenn Icarus wirklich jetzt installiert ist, ist das, glaube ich, ein relativ toller Durchbruch, weil wir dann wirklich in der Lage sind, global kontinuierlich Daten von Tieren zu sammeln und eben nicht in Funklöcher geraten, wo wir dann einfach keine Informationen bekommen. Die Forscher in Radolfzell wollen mit den neuen Daten das Zugverhalten der Amseln untersuchen. Sie wollen herausfinden, ob der Vogelzug genetisch verankert ist und wie die Tiere auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Voraussichtlich im August wird die neue Antenne installiert sein und die ersten Daten der Tiere können fließen. Auferstanden aus Ruinen, so inszenierte die DDR-Führung gerne das sozialistische Deutschland und dabei immer fröhlich der Zukunft zugewandt. Mit dem real existierenden Sozialismus hatte das oft wenig zu tun. Doch wie es in der DDR wirklich aussah, das verblasst in der Erinnerung immer mehr. Wie gut, dass der Fotograf Harald Hauswald in den 80er Jahren durch Ost-Berlin streifte und dabei knipste, was er sah. Alte Menschen, junge Liebespaare, Straßenszenen, das ganz normale Leben eben. In der Berliner Ausstellung Voll der Osten sind nun mehr als 100 Fotografien von Harald Hauswald zu sehen. Anke Hahn mit einem Einblick. Es ist immer nur ein kurzer Moment, ein Innehalten, das aus einer alltäglichen Situation ein Bild macht. Wenn Harald Hauswald unterwegs ist, gibt es immer wieder diese Momente. Die Kamera hat er sowieso meist dabei. Noch mit Film, ganz analog. Kein Autofokus und natürlich schwarz-weiß. Der Betrachter kann mehr Fantasie reindenken ins Bild. Er muss sich zu Ende denken. Es ist nicht fertig, schwarz-weiß. Farbbild ist fertig. Es ist endgültig. Das ist Urlaubsfoto, Werbung, alles Farbe, alles fertig. Aber meistens nichtssagend. Schwarz-weiß natürlich auch seine DDR-Bilder. Voll der Osten heißt die Plakatschau, die seinen Blick auf das untergegangene Land zeigt. Einen Blick für das Alltägliche. Die Stasi bemäkelte genau das. Er picke sich das Negative heraus und nur deshalb fotografiere er nicht so schön in Farbe. Dieses Tristgraue, also das war ja für uns eigentlich die Normalität. Ich habe das ja gar nicht als trist und grau empfunden, weil wir haben ja täglich drin gelebt. Also, und negativ, naja, das waren eben halt die Bilder, die nicht offiziell gedruckt werden konnten. Und damit waren sie negativ für sie. Aus 2.500 Kontaktabzügen wurden die Fotos für die Ausstellung ausgesucht. Entstanden vor allem in den 80er Jahren. Damals gab es für Hauswald neben all der Tristesse auch viel Hoffnung auf eine unangepasste Jugend. Die ersten Punks, die schön, dass sie mir vertraut haben, weil die sind dann so mit 10 Mann zu mir auf den Hinterhof gekommen. Das ist mein Hof, wo ich gewohnt habe. Das Land, in dem er gewohnt hat, war da schon nur noch Fassade. Und Hauswald zeigte auch das, mit ruhigen Bildern. Das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen. In der Plakatschau Voll der Osten entsteht so ein intimes Porträt vom Leben in der DDR. Wie der Fotograf Harald Hauswald es gesehen hat. Seit 4 Tagen leiten wir zum Ende der Sendung zum Sport und den Olympischen Winterspielen in Südkorea über. Und seit 4 Tagen beginnt das immer mit den gleichen erfreulichen Nachrichten. Man könnte, Ocker Gundel, von einer kleinen Serie sprechen. Ja, und zwar von einer absolut erfreulichen. Kein Tag ohne Goldmedaille für Deutschland. Diese Serie macht Spaß und keiner hätte was dagegen, dass es so weitergeht in Pyeongchang. Heute gab es Gold im Olympic Sliding Center. Die Rodlerinnen waren unterwegs und Nathalie Geisenberger wiederholte ihren Triumph von Sochi. Wieder sind bei ihr Schlitten, Fahrerin und Bahn eins geworden. Eine beeindruckende Leistung, damit ist sie die erfolgreichste Rodel-Olympionikin. Ja, Rodeln bei Olympia ist, salopp gesagt, wenn am Ende immer die deutsche Hymne erklingt. Die Frage ist nur, für wen? Denn nicht nur Nathalie Geisenberger, sondern auch Diana Eidberger und Tatjana Hüfner
dominierten diesen Wettbewerb in Fernost und die Fans fieberten zu Hause mit. Ilmenau in Thüringen und Blankenburg im Harz. Die Fans der deutschen Rennrodlerinnen Nathalie Geisenberger, Diana Eidberger und Tatjana Hüfner verfolgten den Krimi im Eiskanal von Pyeongchang mit gemischten Gefühlen. Am Ende triumphierte Nathalie Geisenberger. Sie ist auf dem Weg, ihren Olympiasieg zu wiederholen. Und sie gewinnt! Die Frau vom ASV Miesbach aus Bayern gewinnt ihre insgesamt dritte Goldmedaille bei Olympischen Spielen und lässt ihren Gefühlen anschließend freien Lauf. Ich war auf jeden Fall so entspannt wie noch nie, weil ich einfach wusste, ich habe meine Goldmedaille in Sotschi schon und wenn noch was dazukommt, dann ist das einfach nur geil. Und wenn nicht, dann geht für mich aber auch keine Welt mehr unter. Ich habe alles erreicht, was ich mir irgendwann mal erträumt habe und jetzt halt noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt schon so ein kleines i-Tüpfelchen und einfach nur geil. So ähnlich wird wohl auch Diana Eidberger gedacht haben. Die Frau vom RC Ilmenau hatte vorgelegt und durfte jubeln. Und nach der Fahrt der Kanadierin Alex Gaff, die hinter ihr zurückfiel, war sie auf jeden Fall schon mal Dritte. Sie hat schon die deutsche Flagge in der Hand. Diana Eidberger, eine Medaille sicher. Wahnsinn! Die Fußgängerzone in Ilmenau, ein Hexenkessel. Als Vorletzte stürzte sich dann Tatjana Hüfner in den Eiskanal. Und auch da wird es jetzt rot. Rot bei Tatjana Hüfner. Fällt sie zurück? Ja, sie fällt zurück. Sogar hinter Alex Gaff. Ernüchterung und Enttäuschung bei den Fans von Tatjana Hüfner in Blankenburg. Riesenjubel dagegen in Ilmenau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Absolut phänomenal. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Ich hoffe, du siehst das vielleicht noch hier, was hier für eine geile Stimmung war. Spitze! 8500 Kilometer entfernt in Pyeongchang sprudelt es aus seiner Freundin nur so heraus. Ich habe geweint, ich habe mich gefreut. Man kann das gar nicht in Worte ausdrücken, was da in einem vorgeht. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass wenn ein kleiner Junge in ein Mädchen verliebt ist, dass sich das mindestens genauso anfühlen muss. Natalie Geisenberger. Bayern aber feiert die Rodel-Queen aus Miesbach. Nathalie Geisenberger ist dank ihrer dritten Goldmedaille die erfolgreichste Rennrodlerin bei Olympia. Ja, kleiner Junge, kleines Mädchen, so also fühlt sich das an. Hätten wir das auch geklärt. Auch Medaillen und Siege für das Gastgeberland fühlen sich, egal bei welchem sportlichen Großereignis, immer ganz besonders an und sorgen meist für eine Welle der Euphorie. Und so war der Sieg der US-amerikanischen Snowboarderin Chloe Kim, deren Eltern aus Südkorea kommen, heute in der Halfpipe auch etwas Besonderes. Denn auch wenn die Medaille auf das Konto der USA geht, ist es doch eine Medaille des Herzens für das Gastgeberland. 17 Jahre jung, geherzt von Südkoreanern, geliebt von Amerikanern, Chloe Kim, die Königin der Halfpipe bei Olympia. Sie ist in den USA geboren mit südkoreanischen Wurzeln. Keine beherrscht diese größte olympische Badewanne der Welt so gut wie sie. 3 Wochen lang wurde ihr diese Eisbühne hergerichtet. 200 Meter lang, Wände 7 Meter hoch. Am Ende steht der Olympiasieg für diese sympathische junge Dame. Ich fühle mich wunderbar. Ich bin gerade so froh. Ich kann meine Gefühle irgendwie überhaupt nicht beschreiben. Es ist einfach nur toll, heute hier zu sein. Vor 4 Jahren bei den Spielen in Sotschi wollte sie auch schon starten. Sie war 13. Chloe Kim durfte nicht, noch zu jung für solch großartige Sprünge bei Olympia. Vor 20 Jahren wurde die Halfpipe das erste Mal olympisch, 1998 in Nagano. Die Eiswände waren damals nur 2,5 Meter hoch, jetzt sind sie fast 3-mal so hoch. Und er, der Amerikaner Sean White, ist der, der dabei am höchsten fliegt. White springt in der Herrenqualifikation bis zu 5 Meter über die Eiskante. In Neuseeland hat der Top-Favorit extra für diese Spiele trainiert und diesen neuen Sprung. 2 Double Cork 1260 extra eingeübt. Schwindelalarm für uns, für ihn. Das Coolste überhaupt. Der vielfache deutsche Meister Johannes Höpfel dagegen kann da nicht mithalten. Trotz schöner Sprünge endet für den Niederbayer der Traum von Olympia schon in der Herrenqualifikation. An einem Tag, an dem die 17-jährige Halfpipe-Prinzessin aus den USA, Chloe Kim, die Snowboard-Welt so schön verzaubert hat. Okay.
Ja, ich mag es schon, die Prinzessin zu sein. Ja, das höre ich gern. Ich bin so glücklich. Keine dreht so schön durch wie das junge US-Girl in der Halfpipe, die Olympiasiegerin Chloe Kim. Curling wirkt ja auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär, erfreut sich aber dennoch immer wieder großer Begeisterung bei den Zuschauern. Bei diesen Olympischen Spielen gibt es beim Curling eine neue Disziplin, das gemischte Doppel, ein Mixed sozusagen, Mann und Frau. Und ein Team steht in Pyeongchang im Mittelpunkt, weil es ein besonderes Paar ist, denn Anastasia Brüskalova und Alexander Kruschelnitzki sind nicht nur auf dem Eis zusammen, sondern auch im Privatleben. Heute kämpften die beiden gemeinsam um die Bronzemedaille. Hier sind die Szenen einer Sportlerehe. Sie leiden zusammen, sie jubeln zusammen. Gemeinsam wird geschrubbt und schon auch mal diskutiert. Das russische Curling-Mixed-Paar vereint durch den Trauschein und den Traum von der Olympiamedaille, was laut Beziehungsexpertin Carla Pohling auch Gefahren birgt. Wenn man beruflich und privat so nah beieinander ist, dann finde ich, sollte man schon ziemlich genaue Vorstellungen oder ähnliche Vorstellungen haben, wie die Sache zu laufen hat. Denn ansonsten ist das Konfliktpotenzial ziemlich, ja, vorherzusehen. Vor allem Anastasia hat klare Vorstellungen und einen deutlichen Umgangston. Laut und dominant geht's zur Sache. Für Alexander kein Problem. Beide wirken perfekt aufeinander eingespielt. Ich glaube, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn die Rollenbilder vielleicht nicht klassisch verteilt sind. Hauptsache es ist so, dass es zueinander passt. Also es kann schon sein, dass ich eine Frau habe, die irgendwie sehr den Ton angibt und der Mann hinterher folgt. Wenn das für beide total in Ordnung ist, ist es eine super Ergänzung. Über den Sport haben Anastasia Brüskalova und Alexander Kruschelnitzki die Liebe gefunden. Im Sommer 2017 dann die Hochzeit. Liebe und Leistungssport gepaart. Jetzt wollen sie ihre sportliche und private Beziehung mit der Olympiamedaille krönen. Gemeinsame Ziele sind natürlich erstmal super. Aber natürlich ist dann auch die Frustration möglicherweise doppelt so groß, wenn was nicht klappt. Gestern im Halbfinale war der Traum vom Gold zerplatzt. Doch jetzt, im Spiel um Platz 3, schreit und wischt sich das Liebespaar auf Medaillenkurs. Es klappt. Bronze nach Weltmeistertitel und Hochzeit, der nächste Höhepunkt für das junge Eheglück. Wenn ich im Job erfolgreich bin, dann fühle ich mich sicherlich eben auch als Mann und als Frau attraktiv, gut, voll Elan. Logischerweise nehme ich das mit in das Privatleben rein. Anastasia und Alexander, im Erfolg vereint, in der Liebe verbunden. Leistungssport und Ehe können funktionieren, wenn man so sehr an ein gemeinsames Ziel glaubt. Und an dieser Stelle will ich noch einen Zuschauer zitieren, der uns gestern eine Mail schickte und dabei schrieb, ihm sei das, was jetzt in der Sendung immer kommt, genauso wichtig, als ob irgendwo in der Welt eine Revolution ausgebrochen sei. Na, wenn das mal kein Ansporn ist für die Wetteraussichten, Sven Plöger. Ja, da habe ich irgendwo das Gefühl, ich muss heute endlich mal einen 5-Minüter machen. Das traue ich mich nicht, weil man ja normalerweise sagt, in 2 Minuten muss das Wetter fertig sein. Und wir bemühen uns natürlich auch stets darum. Und was es heute zu sagen gibt, ist, das war ein toller Fastnachtsdienstag mit wunderbaren Impressionen. Und wenn Klaus Hase dann mal unterwegs ist und fotografiert, dann kommt das dabei raus. Und das lohnt sich wirklich, sich mal anzugucken. Aufgenommen auf dem Hohen Meißner, das ist der nördliche Teil des osthessischen Berglandes. Also da sah es so toll aus. Und wir gucken mal gleich von oben drauf mit Hilfe des Satelliten auf Deutschland. Man sieht, da gab es noch ein paar Restwolken am späten Vormittag, viel Sonnenschein. Man sieht hier auch im Westen ein neues Wolkenband. Das ist aber nicht für den morgigen Aschermittwoch oder Valentinstag da, sondern das kommt dann erst am Donnerstag. Kurz mal die Sonnenausbeute, durchaus bemerkenswert. Baltrum 9,1 Stunden, Luckenwalde 8,5 Stunden, Eschwege 9,1 Stunden. Und wir bilanzieren. Ganz kurz nochmal für den Februar. Und da sehen Sie hier auf Baltrum, 60 Stunden gab es, diese 9,1 Stunden übrigens eingeschlossen. Ganz anders die Situation in Eschwege. Da gibt es derzeit erst 18,2 Stunden mit diesen 9,1 Stunden von heute. Also in Sachen Sonnenschein, aber der Februar im Moment am Aufdrehen. Und da kommt aber gleich das nächste Tiefdruckgebiet aus Westen. Also am Aufdrehen sagt man natürlich gar nicht, ne? Das war jetzt einfach mal so ein Spontaneinfall schlechten Deutsches. Und hier
Hier sieht man das Tiefdruckgebiet und das rennt jetzt gegen das Hoch an. Aber morgen wird es noch mal ganz schön schön. Kurzer Blick in die Osthälfte Deutschlands. Da gibt es lockere Wolkenfelder, auch im äußersten Südwesten. Sonst ist es klar. Tiefstemperaturen noch mal kalt am Alpenrand bis minus 16. In den Mittelgebirgen minus 10 bis minus 12. Sonst minus 2 bis minus 7. Morgen Vormittag viel Sonnenschein im Osten und Süden. Etwas gedämpft durch Wolkenfelder, die es auch am Nachmittag hier und da noch geben wird. Sonst bleibt sonnig und die Temperaturen steigen dann auf 2 bis 7 Grad am Alpenrand. Dauerfrost. Südöstlicher Wind der Stärke 2 bis 4, 5 an der Nordsee. Kurz der Ausblick am Donnerstag. Erst dann der Schneefall oder gefrierender Regen. Morgen ausführlicheres dazu. Später der Regen. Freitag wieder freundlicher. Aber morgen gibt es in vielen Regionen erstmal eine Neuauflage des heutigen Wetters. Ingo. Vielen Dank, Sven Plöger, für dieses wichtige Wetterbilanzieren. Und das war's von uns. Die Tagesthemen kommen zum Ende. Weiter geht's mit schwarzem Humor in der Comedy-Serie Vorstadtweiber. Um 0.30 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.